Hallo und herzlich willkommen im Nerdzeitalter. Ich bin der Ben und wir spielen Paths and Leaves und schauen da mal rein. Das ist ein Playable-Teaser aus einem Entwicklungsstudio in Deutschland. Das ist super cute. Come on! Jetzt kann ich leider nicht mehr die Kamera drehen. Eben konnte ich noch schön die Kamera drehen und dachte mir, ach, euch YouTube lasse ich auch mitnehmen. Es ist super cute. Wir werden jetzt von einem kleinen Schmetterling geweckt, da vorne, über Babel Teaser. Der Teaser ist gerade auf der Gamescom live gegangen. Also, oder geht jetzt? Also, ich glaube, heute ist Gamescom erster Tag. Und, oder die bauen Stand you auf. You can't sleep the whole day away. You can't sleep the. The age. you can't sleep the day away. ja, cute. Es ist auf jeden Fall super cute. So, ich drück mal. E eigentlich für Start. Wake up! Aber Start geht nicht. Ich muss wohl E drücken. Vielleicht gehen die Optionen. Oder war ich nicht drauf? Warte mal. Wake up! So, ja. Warnung, Epilepsie. Ich als Epileptiker kenne das. Ja. Prototype-Demo. Das ist die Demo-Version, das ist ein Final Product. Content, Perform Subject Change. Limited glimpse into the game may not include. For the complete experience, please gradually release the final version. We are tiny indie developer team. Please keep this in mind. Das sind zwei Leute, glaube ich. Vielleicht auch drei. So, ich glaube, die sitzen in Hamburg oder Berlin. Genau. Und es ist ziemlich cute. Die Lautstärke, glaube ich, lauter machen vom Spiel. Crown Arts Presents. So ein bisschen anders. Oh nein. Oh nein. Vom Comic-Stil an der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Wo ist? So, ich mach nochmal kurz das Game lauter. So, und jetzt könnte ich hier. Da könnt ihr sehen. Ich schlafe, es ist sehr cute. Wir ignorieren, dass das da weiß steht, weil eigentlich stünde da ja aufwachen, ne? Das ist ja die Final Release, ja. Okay. Bäh. Hey, me, are you alright? I thought the snake got you. You gave me a fright. Ist ein Reim. Can I walk? Can I walk? Oh, ich humpel. Und ich sehe nichts. Mein Fuß eingefroren. Das ist schon schön. Also, es ist sehr leise, nicht wundern. Das spielt sich sehr schön. Also hier ist die Kamera. Das ist schon cute. Kann ich falsch laufen? Kann ich frei laufen? Oh, da oben sind Eichhörnchen. Guck mal. Da ist die Schlange. Nein. Wie süß. Das ist die Schlange, die mich gebissen hat. Okay. Ich kann nur laufen und gucken. Lernspiel von damals. So, ja, es hat eine sehr cute Grafik. Ne? Es ist sehr... sehr einfach, ich muss aber nochmal in die Optionen leider, Chat. Und YouTube. Language würde ich glaube ich. Kann ich die Language umstellen? Ja. Okay, cool. Halten wir fest, YouTube. Es ist noch eine Demo. Und Language umstellen bringt das Spiel zum Abstürzen. Aber für euch tue ich alles. Keep in mind, es ist ein wirklich Early Demo vom kleinen Entwicklerstudio.
Aber, ja. Ich versuche noch einmal, die Sprache umzustellen. Und, weil ich ja auch irgendwie für euch... Okay. Genau, das war der Trailer, den wir eben hatten. Und dann sind wir reingezoomt. Und, ja. Okay. Ja, immer noch Epilepsie-Warnung. Das ist so krass, wenn du Epileptiker hast, halt Fotosensibilität manchmal. Das ist so süß mit dem Entwicklerteam unten. Aber eigentlich fast nie, die wenigsten. Aber weil irgendwer halt Anfälle kriegt, wenn er im dunklen Raum Flackerlicht sieht, muss das da hingeschrieben werden. So. Vielleicht kann ich nichts geben? Doch. Das ist Deutsch jetzt. Jetzt stehen wir auf. Hey, Mi, bist du okay? Ich dachte schon, die Schlange hätte dich erwischt. Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Kannst du laufen? Ja, ich kann laufen. Halte die folgende Taste für Sprinten. Alles klar. Los, fang mich! Na, das sieht geschmeidig aus. Ja, das sieht gut aus. Also rechts, rechts, links, rechts. Hier ist Endstation für dich, du Angsthase. Ganz schön frech. Das ist bestimmt die Frau von dem Entwickler. Drücke folgende Sprünge. Nicht schlecht. Platsch. Vielleicht kriegst du mich ja doch noch. Ah, so süß, wie der Fuchs so. Seht ihr das? Wie er so den Kinn hochmacht. Schön wäre, wenn er schwimmt und nicht läuft. So, ne? Weil das ja scheinbar tiefes Wasser ist. Das fände ich nice. Das macht das schon fast. Also nur noch so ein bisschen mehr die Bewegung und dann... Okay, ich kann nicht mehr zurück. Oh boy. Wenn ich jetzt feststecke, das wäre echt ärgerlich. Nee, okay. Oh, da sitzt da ein Maulwurf. Habt ihr das gesehen, den Maulwurf? Habt ihr den Maulwurf gesehen? Ja, ich muss ich gebe dir nächstes Mal etwas Vorsprung, okay? Controller hat den Geist aufgegeben. Hat das Wasser denn jedenfalls deine Nase durchspült? Testen wir es. Aber pass auf, wo du hintrittst. Schön ist, dass es Sound links, rechts, Stereo macht, ne? Und ganz normal. Ich soll aufpassen, wo ich hintrete. Ah, da oben ist ein Faden, der... Wittern. Man kann Fährten wittern und den Duftspuren folgen. Drücke dazu folgende Taste. F. Na. Lila oder Grün, Chat? What the fuck? Hab ich das gesehen? Lila, ist klar. Ja, schon schön. Da ist grün. Was rieche ich hier? Warum sollte ich? Das ist doch der Weg, den ich hergekommen bin, oder? Was. Bis später. Bis später. Bis später, Peter. Okay, ich rieche das. Hinterher. Hey. Gefangen jetzt, oder? Hallo Fanti. Herzlich willkommen. Ich nehme gerade auf, YouTube. Ah, das ist schon schön. Ich suche hier nochmal, ob ich noch so ein Viech finde. Viech. So ein süßes. Das
süß, wie er die Nase in die Luft hält, ne? Da ist mein Kaninchen. Habe ich das gefangen oder habe ich das? Doch ich? Ist grün, oder? Da hinten. Können die das hören, was die sagen? Oder ist das zu leise? Nee, nee, sieht gut aus. Das kleine Häschen läuft kreis um mich. Ah, ist schon traumhaft schön, ne? Häschen in der Grube saß und schief. Sammeln. Ich sammel das mal. Warum hast du mit ihm gespielt? Ich höre irgendwen, singen. Du dich gefühlt? Ah, oh, ist das schön. Ist das cute. Oh, hier kommt der Wald wieder. Seht ihr das, wie schön das ist? Perfekt, ne? Im Verhältnis muss ich vielleicht mal. Hören ist eher sehen, mittern. Oh Gott, ich kann hören, sehen, fühlen, schleichen und interagieren, bewegen und umschauen und Kamera zentrieren. Ja, ich kann nur laut und leise machen, das reicht aber dann auch. Ja, ich mache noch nicht lauter, damit die Effekte sind Effekte, ne? Dann laut, dann ist das so. Weil die Sprache ist so ein bisschen leise, ne? War das, wie es sein sollte? Mi? Mi? Hallo? Irgendjemand zu Hause? Wo sind deine Gedanken? Oh, eins. Annie und Mie gehen tief in den Wald hinein. Geschichte fortfahren. 2. Annie und Mie erkunden noch einmal das Gebiet, wo sie gerade noch Fangen gespielt haben. Gebiet erkunden. Okay, wir haben noch ungefähr 30 Sekunden. Ich möchte, glaube ich, mehr Gebiet erkunden. Es sei denn, ihr hämmert jetzt die 1 im Chat. Mir ist, glaube ich, noch so ein bisschen das Spiel genießen. Nicht massiv jetzt hier Progress machen, würde ich sagen. Ich drück mal 2. Na los, komm schon. Der Sommer ist vorbei. Adventure Time Achievement. Live Score Berlin. Da wird das Filmorchester Babelsberg. Ah ja, in Kooperation mit Audio Creators hatten wir eine einmalige Chance, nicht nur eine neue Main-Theme zu produzieren, sondern auch die Möglichkeit, dass diese von einem ganzen Orchester, einspielen zu lassen. Das war wohl bislang eine der größten Gänsehautmomente in der Entwicklung. Das ist natürlich geil, ey, wenn du A, die Kohle hast und B, die Möglichkeit hast, da richtig, also sich selber zu verwirklichen in dem Maße und dann ein Entwicklerstudio
Nein, dass du dann selber aufnehmen kannst. Und dann sitzt du da. Hört ihr das? Oh, ich fühl's mit denen. Ah, ich krieg ein bisschen Tränen in die Augen. Ich fühl's. Das sind die zwei Entwickler. Ja. Babelsberg Studio. Krass. Geil. Oh, das ist so schön gemacht, ne? Das ist so schön gemacht, dass man in der Beta oder Demo jetzt hier ein Gefühl für die Menschen kriegen kann. Und ich gönn's denen so von Herzen. So, das ist so schön. Das ist geil. Also, das ist eine tolle Idee. Da hinten ist noch was. Ich will mehr davon. Das ist auch richtig schöne Musik, nur leider hören wir gerade so wenig. Ah ja. So, das ist der Portal Leaf Kickstarter. Den kann ich euch ans Herz legen. Vielleicht kann ich ihn in die Beschreibung hier unten reinmachen. Das wäre cool. Also wenn ihr irgendwie mal ein Badge übrig habt, heißt das Badgen, Blätschen? Es hat einen Namen, wenn man das so kickstartet. Subscribed ist es nicht. Ich weiß, Badgen, glaube ich. Sven ist da aktiver drin in dem Game. Da könnte man zur Not, kann man auch einfach nur abonnieren, glaube ich. Dann zeigt man das Interesse des Ganzen und verbreitet das. Das ist auch schon viel wert für die Leute. Das kann ich euch aber auf jeden Fall verlinken. Ja. Bletsch, genau. Bletsch heißt. Oh, was ist das? Ah! Paula war ein süßer und lebhafter. Ach nein! Erinnerung an Paula. Paula war ein süßer und lebhafter Hund, den ich in den letzten 5 Jahren ins Herz geschlossen habe. Ihre liebevolle Art und ihr fröhliches Wesen bereichert mein Leben. Nun, da sie mit 11 Jahren von euch gegangen ist, fehlen mir ihre Freude und ihr Bellen. Paula bleibt immer in meinem Herzen. Ach Gott. Das kann ich doch nicht machen. Ach Gott. Das ist ja... Das kommt aber... Hallo. Das ist dann auch noch so realitätsnah, ne? Costume Birthday Party, Cherish Glimps. From the moment I brought Muni home, I knew we were meant to be. Initially shy, he hid in the smallest corner of our shoe cabinet. Gaining his trust took time, sitting for hours, reading aloud, so he'd know my voice. 2 years later, Muni's confidence has soared, and he loves to cuddle. Das ist ja so schön, dass du einen persönlichen Einblick in die Entwickler bekommst, ne? Also in das Leben der Entwickler. Da hinten sind noch mehr. Happy, where? Feelings. Nothing to say. It's not true. Ja, dich hole ich, mein Freund. Ah, fast. Tiger. Tiger always loves to cuddle. Das ist Tiger, alles klar. Dann haben wir Katzen und Tieren in Dings veröffentlicht. Unendliche Möglichkeiten. Liebe. It's a dream. Ja, das glaube ich, dass das ein Traum ist. Nicht tot? Wirklich? Dark Knight. Exploring the Cave. Achievement. Building the Caves. In meiner schwierigsten Zeit meines bisherigen Lebens, als ich sehr unsicher war, wie es weitergehen sollte,
Ich hatte das Glück, diesem kleinen, aber erstaunlichen Team, diesem ebenso erstaunlichen Projekt zu helfen, indem ich sämtliche Höhlenelemente herstellte. Danke, dass ihr mich aufgenommen habt. Ich werde diese in Erinnerung behalten, in Erinnerung, in Ehren halten für immer. Celestial Memory, Building the Caves, eine gedankliche Erinnerung. Das ist natürlich auch cute, ne? Hat hier wieder jemand diese Höhlen gebaut. Und dann kannst du hier das Achievement da drin holen. Zack, und dann sollst du wieder raus. Wenn ich wieder raus will, kann ich mich rausschnuppern. Da ist der Weg. Schnupper, schnupper. So, jetzt gehen wir hier lang. Also das Exploren war der absolut richtige Call, ne? Also sonst hätten wir nicht die tollen... Was ist das? Warum zeigt es in die Richtung? Weil ich nach da muss. Okay, alles klar. Über diesen Fluss bin ich gekommen. Celestial Memory Devlog into Draft. Für ein neues Intro sollte ein Draft erstellt werden. Florian ließ es sich über Absendung an die Vertonung nicht nehmen, dies einmal selber in die Hand zu nehmen. Ob der Florian Gitarre spielen kann, ich hätte ihn ja gerne kennengelernt. Oh. Ah, da bist du ja. Bevor unser Abenteuer beginnt, lass mich dir eine Weisheit aus meinem Leben erzählen. Sterben? Ach, fürchte es nicht, junger Freund. Es ist der natürliche Kreislauf des Lebens, wie die Sonne, die am Horizont untergeht, um am nächsten Morgen wieder aufzusteigen. Der Tod ist nur eine Tür, die zu einem neuen Abenteuer führt, zu einem anderen Ufer, das unsere Seele erkunden wird. Erinnere dich daran, dass die Sterne, die am Himmel leuchten, einst die Sonnen anderer Welten waren. Ich wollte noch nicht fahren. Ich dachte, ich könnte noch mehr reden und Dinge finden. Oh, ich steuere den. Kann ich wieder zurück? Haben wir einen Turbo-Modus? Nein, ne? Also, falls wir nicht hier zurückkommen. Das ist. Okay, wir kommen nicht zurück, ist ein Alpha-Wall. Schade, schade. In die Richtung geht es auch schneller. Wir nehmen die Strömung. Passt auf, wir nehmen die Strömung. Nium. Nium. Reingesegelt. Wofür ist Tab? Ah ja. Angeln. Geduld, Geduld. Das war knapp. Ist ein Schwarm? Das war kein Strudel, das war ein kann man angeln. Aber wie angel ich mit dem. Der Strudel weg, ne? Ist kein Strudel mehr da. Vielleicht da hinten noch. Das ist aber eine Landschildkröte. Ja, das ist jetzt. Das sind jetzt kleine Feinheiten, ne? Das ist eine Landschildkröte, Wasserschildkröte hat einen flacheren Panzer. Ist völlig richtig. Aber auch Landschildkröten schwimmen gerne. Aber nicht die großen. Die liegen im Wasser oder so, ne? Also, schön, so. Aha, jetzt tauchen die Dinger hier auf. Sekunde. Und. Angelt. Geduld. Geduld. Muss ich gedrückt halten? Geduld, Geduld.
Ich don't know. Ich denke, wir sollten uns ein wenig Ruhe gönnen und zurück ans Ufer. Nimm diese Worte und die Erinnerung aus unserem kleinen Abenteuer mit auf deine weitere Reise. Mögest du Weisheit finden, wohin auch immer dich deine Pfoten tragen. Ich denke, wir sehen uns schon bald wieder. Machen wir später nochmal, würde ich sagen. Ich will nämlich hier die Welt noch erkunden und noch mehr von den Leuten kennenlernen. Ich habe richtig Lust jetzt. Das ist auch eine geile Gaming-Idee. Dass du, Dokumi 2024, Muffin. Sometimes you find a friend for life unexpectedly, a comforter in times of greatest need. Schildkröten generell schwimmen mir total gerne. Oder sind total gerne im Wasser. Ich meine, der Ding ist ja hohl. Der Panzer. Theoretisch wiegen jetzt 100 Kilo, aber ich glaube, wir verdrängen halt mehr. Ja, was ist das? Das sieht doch noch was aus, oder? Und ist das eine Alpha-Wand hier? Ja, hier geht's nicht weiter. Schade, schade. Nee, hier hüpfe ich nicht runter. Dann komme ich vielleicht nicht wieder hoch. Das geht doch in die richtige Richtung. Das will ich nicht. Da hinten ist einer. Funk und Funk Royal sahen uns zum ersten Mal bei einem exklusiven Indie-Showcase. Ja. Das habe ich gesehen. Wie die das gespielt haben. Und sofort hat der Kronk und der Funk das aufgeschrieben und haben das, ja. Da, Anybody, 93,85, Our Two Dogs, Tails Working in Sync, Chasing Each Other Through the Sun-Deviled Meadow, A Symphony of Joy in Motion. Na, darf nicht tief sind, das weiß ich. Siehst du mal, Landschildkröten können partiell schwimmen. Ach, das ist schön. Platz. Haben wir noch eins? Ah, da oben. Fähigkeiten sehen. Drücke folgen, das heißt, um Annie zu kontrollieren. Schmetterling. Ich bin ein wilder Wirbel. Fliege durch die Blätterfinger. Oh. Oh. Da. Der nächste. Da. Kein Lamm mehr. Okay, das versuchen wir nochmal. Müssen wir so finden, ne? Da. Anani Daydream. Everything's awakens now. Buds under gentle rays of sunlight. Blossom, blooming, foiling, falling, fading. Then foliage of harmony.
Nothing lasts forever. Two shared memories. That picnic, the stories, the laughter. All remain vivid and heartwarming. Einsamkeit. So, und dann können wir hoch, runter, interagieren und zurück. Shift runter. Gut. Und so. Das Problem bei uns Schmetterlingen ist das Langzeitgedächtnis. Da hinten war noch mehr von diesen Dings. Ach nein, das ist der. Das letzte Mal mit der Vlog Gamescon. Erinnerung an uns Basteltag für die Gamescon. Das ist vor einem Jahr. Das ist vor einem Jahr. Wir könnten nochmal hier zur Schildkröte oder wir gehen jetzt einfach Richtung. Ne, hier geht es nicht weiter. Da. Was hier? Wo zeigt denn das Ding hin? Ach, das zeigt immer, wo der Schmetterling ist. Wenn ich langsam mache, geht's gar nicht. Jetzt da links von mir. Ah ja. Zeigt, wo Annie ist. Nicht, wo es weitergeht. Hier drüben geht es aber weiter. Ich würde mich ja echt freuen, wenn die Entwickler vorbeikommen würden. Oh. Dann hüpfen wir hier runter. Kommen wir wieder hoch? Nope. Gefährlich, gefährlich. The unexpected ending. Surprise, time's up. Or it's just the beginning. The turning is about to kickstart. Bist du bereit? Ist das ein Zeitdemo? Wenn der Sommer vorbei ist? Florian Hase. Das wäre ja krass, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Ich würde es nochmal spielen. Wenn der Winter kommt? Gut, es ist ein ganz klares Early angezockt Ding, sie. Aber. Weiterspielen? Wake up! Join the Fox on his last journey to find his memories. Demo neu starten. Demo neu starten. Wir wollen doch noch die andere Story weiterspielen, oder? Alles haben wir erkundet. Oh, vielleicht hat sich das Spiel jetzt aufgehängt. Und dann würden wir neu starten. Nein, doch nicht. Doch nicht. War das nur am Ende? Ja, Annies älterer Bruder, das. So, Intro überspringen, wir stehen auf und wir. Hey Mi, bist du okay? Ja, völlig. Ich dachte schon, die Schlange hätte dich erwischt. Niemals. Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Kannst du laufen? Wenn der Fuchs gleich eben. Ja. Los, fang mich! Ich bin vor dir. Wenn der Na, Fuchs das sieht geschmeidig aus. Gleich in der Anderswelt sozusagen unterwegs ist. Hier ist Endstation für dich. Und oh, Angsthase. Weiße Tapsen, dann könnt ihr mal schreien, weil die weißen Tapsen. Nicht schlecht. Vielleicht kriegst du mich ja doch noch. Das ist meine Idee. Ja. Hab ich damals einen TikTok. Ich gebe dir nächstes Mal etwas Vorsprung, okay? Hat das Wasser denn jedenfalls deine Nase durchspült? Testen wir es. Aber pass auf, wo du hintrittst. Fähigkeit bitte. Was ist denn hier V? V geht noch nicht. Wie? Da. Könnt ihr gesehen? Die weißen? Da? Die eine Foto?
geil. Anio oder Anio am Ende? Ja, wir werden es sehen. Bis später! Halt still! Ich hab schon mal besser gefangen. Kannst du es noch? Da, seht ihr das? Hahaha, ich bin so stolz. Richtung. Nein. Geil, wie geil. Die weißen Fußtapsen. Das ist Anni. Ist doch Anni, die da flattert, oder? Ja. Warum hast du mit ihm gespielt? Das war der Ding, durch den ich eben durchgelaufen bin. Blitze und die. Ah, die Tapsen, I love them. So stolz auf mich. Oder sie ist Annika. Zu Hause? Wo sind deine Gedanken? Eins, tiefer in den Wald und Geschichte fortfahren. Na los, komm schon. Der Sommer ist vorbei. Storytime. I need to know more about what is happening. Hallo Sven, hast du endlich geschafft? Bis da. Ja, wir spielen hier gerade Dings an. Ich mache eine YouTube-Aufnahme, weil es einfach so wunderschön ist. Die schicke ich dir dann gleich auf die NAS und dann laden wir die hoch. Zack, buff, heute noch. Zippity zapp in komplette. Ja. Das ist echt wunderschön. Ich glaube, mit deinem Geruchssinn scheint immerhin alles in Ordnung zu sein. Ja. Was haben wir denn noch für einen Geruch? Ich hatte noch hier geile Sehen, V, Hören. Ich höre noch nichts. War etwa das dein Magen? Unterzuckerung. Das erklärt es, klar. Du musst fressen, bevor der Winter kommt. Eine Bärenfreundschaft. Best Bear Buddies. Best Berry Buddies. Ein Waschbär und ein Bär teilen sich einen süßen Snack in der Wildnis. Sammeln. Wollen wir mal gucken, ob hier noch irgendwo eine Tiefen ist? Ich glaube ja nicht, ne? Alle so im Wald oder so sind Dinger bestimmt nicht. Ich kann nicht sprinten mehr. Sprinten ist gerade ausgemacht und ja, nee, hier sind Alpha-Wände links und rechts. Zum Yang bist du gerade zu geschwächt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte langsam gehen. Die sind zu schnell. Witterst du vielleicht irgendwas, was nicht ganz so hurtig ist? Das ist eine gute Witterung. Jetzt wird's wirklich Zeit. Sonst verhungerst du.
Was hast du da gewittert? Da war nichts. Oder witterst du etwa die Füchsin? Wie hieß sie noch? You? Me and you. Ich heiße Me und sie heißt You und das ist Annie. Riechst du das auch? Ich höre vor allen Dingen meinen Magen. Gut, das hat keine Beine, nur Stacheln. Aber Honig ist nahrhaft und sicher ein paar Stiche wert. Schlabbern. Hast du gerülpst? Naja, dir hat ja auch schon das Schlangengift wenig ausgemacht. Siehst du das da hinten auch? Oh mein Gott, da ist sie. Also wenn man die Sonne gibt, sieht man auch nicht. Diese Tapsen, Sven. Ich wiederhole es zum 10. Mal. Meine Idee. Nein. Bitte nicht. Bist du bereit? Ja. Es muss doch möglich sein, dass man da noch mal irgendwie einen Meter... Oh, ich hab so Bock. Wenn der Sommer vorbei ist? Ich hab so Lust. Wenn der Winter kommt? Da Quarantäne 5 Leute. Und... Der Florian Hase war gar nicht dabei. Danke sehr. Aber ja, Nordmedia. Aus Niedersachsen. Wake up. Also das ist schon schön mit den Erinnerungen und macht auch echt Freude. Ich könnte jetzt noch eine dritte Run machen. Aber ich will eigentlich nicht, Hadi, das könnte ich noch irgendwie versuchen. Da waren wir fast, ne? Da waren wir fast. In der Schlange. Ja, eine Viertelstunde mehr an Spiel Laytime. Become a collectible part in our game. Win an exclusive Gamescom Memento. Ja, leider können wir nicht ein Part im Game werden. Aber... Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. YouTube. Hier findet ihr den Link zu Paws and Leaves. Die Demo-Version. Die solltet ihr auch spielen und auch mal angucken. Dann findet ihr den Link zum Kickstarter. Setze ich euch nochmal hier rein. Und vielleicht auch den Link zum TikTok von denen. Und dann könnt ihr da mal Hallo sagen. Ja, ich habe die sehr kurze Demo sehr genossen und hatte eine sehr gute Zeit. Ja, und hoffe, dass man kann weiterspielen. Nein, weiterspielen ist endet hier. Ja, Input Scheme beenden. Ich könnte nur neu starten und dann komme ich aber nicht wieder. Ach, einmal noch. Einmal starte ich noch und dann laufe ich direkt dahin. Aber es kann nicht die Zeit sein. Ne? Es muss, also durch Zeitbegrenzung kann es nicht sein, weil eben über den Dings bei den Erinnerungen, die wir eingesammelt haben, ja ganz lange verweilt. Wir haben ja ganz lange in den einzelnen Erinnerungen verweilt. Und genau. Das ist wirklich ein Prototyp-Demo. Echt klar, dass das auch alles nicht beinhaltet. So. Hey Mi, bist du okay? Ich dachte schon, die Schlange hätte dich erwischt. Ja, ich hast bin du okay. Mir einen Schrecken eingejagt? Kannst du laufen? Ja, wie du liest, laufe ich. Und jetzt gleich zeige ich dir, wie man sprintet. Los, fang mich! Ich bin vor dir, fang du Na, mich. Na, das sieht geschmeidig aus. Hier ist Endstation.
Hier ist Endstation für dich. So, Angsthase. Ich würde jetzt links rüber, dahinter im Wasser, einmal links raushüpfen wollen. Nicht schlecht. Vielleicht gehst du mich ja doch noch. Und. Ich gebe dir nächstes Mal etwas Vorsprung. Weil okay? Die Schattenszene vom Weg abkommen. Ist das? Kann sein. Testen wir es. Aber pass auf, wo du hintrittst. Das ist riechen. Wird dann. Ich versuche jetzt nochmal vom Weg nicht abzukommen. Wie? So. Jetzt fangen wir den Hasen 1 und dann den Hasen 2. Dann holen wir uns die Erinnerung. Und dann gucken wir, dass wir. Da, oder? Dort. Da. Hinterher! Ich hatte ihn doch schon. Bis später! Und den hatte ich auch. Na gut, man muss sie vielleicht erst aktivieren. Kannst du es noch? Ich kann es noch. Da hinten. Da hinten. Hinter dem Baum. So, zack. Und jetzt sind wir in der Welt. Und jetzt darf man dir hinterher. Weißt du, wer ich bin? Mhm. Du kennst mein Lied? Ja, das würde ich auch gerne wissen, wie das heißt, ne? Schon in Tweet, wenn der Mann jetzt gleich singt, wie das Lied heißt. Da stehen wir wieder. Dum, dum, dum. Und jetzt das. Und jetzt durch. Aber einen wunderschönen guten Abend, Anatheker. Hallo. War das, wie es sein sollte? Okay. Es hat nicht sollen sein. Es ist noch im Early Access. Ich mache mal kurz ein Chat-Setting. YouTube, nochmal, das war ein wunderschönes Spiel. Dankeschön, das hat uns leider jetzt versemmelt. Wir gehen demnächst nochmal in Portland Leaves. Vielen Dank für das Entwicklerteam. Grüße gehen raus an die Gamescon. Ich verlinke euch alles über Portland Leaves in den Kommentaren und folgt uns und bis zum nächsten Mal im Netzleiter. Ciao!